T29, die erinnert mich an einen sehr, sehr unbeliebten Panzer von mir. Oh, guck mal, ich hab den großen Bruder vor mir. Mein großer Bruder, der T95. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, gib ach Gas. Du Scheiße, ach du Scheiße. Ich bin kaputt, mein Motor ist kaputt. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, hau ab, bevor der dich schießt. Oh, danke. Ich muss reparieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Warthunder mit Impleed. Und heute haben wir den T29 in der Garage stehen, den ich für 30 Tage geliehen bekommen habe, damit ich ihn Let's Playen darf. Über den T29 habe ich eine ganze Menge zu erzählen. Das heißt, bis wir zum ersten Gefecht kommen, werden ein paar Minuten vergehen. Aber ich glaube, dieser Panzer hat es auch verdient, dass man mal vernünftig über ihn redet. Denn im Vorfeld hat es da ja verdammt viel Diskussionsstoff gegeben. Angefangen von der ist total OP bis hin zu der taucht gar nichts, haben wir so ziemlich alles lesen und hören dürfen. Jetzt ist der Panzer da und jetzt können wir doch tatsächlich mal Fakten sprechen lassen. Eines der vielen Gerüchte, die ich über diesen Panzer gehört habe, war, das ist der kleine Bruder vom T32, der ist richtig böse. Das ist schon mal nicht so richtig, denn der T32 hat eine Frontalpanzerung im Turm von 300 mm. Und wenn wir jetzt mal über das Battle Rating 6-7 reden, dann werden wir da nicht viele Fahrzeuge finden, die eine 300 mm Turmpanzerung penetrieren können. T32 richtig böse, deswegen wurde er immer weiter angehoben im BR. Er hier hat allerdings nur eine Turmpanzerung frontal von 200 mm. Und da könnt ihr selbst mal nachgucken, es gibt nicht einen einzigen Gegner auf dem Battle Rating von 6-7, der ihm nicht frontal durch den Turm schießen kann. Alle haben mehr Penetration als diese 200 mm, die wir als Panzerung dementsprechend entgegenzusetzen haben. Das heißt also, wir haben keinen besonders stark gepanzerten Turm, mit dem wir dann so spielen können, als würden wir in einem T32 sitzen. Wer das versucht, wird ziemlich böse erwachen. Was ihr allerdings machen könntet, und das macht man mit einem T32 nicht so oft, ist nach jedem Schuss, wenn wir dann Hulldown stehen, den Turm wegdrehen. Dann würde ein Geschoss zum Beispiel hier seitwärts auf unsere Geschützblende auftreffen und dann haben wir statt 203 mm Turmpanzerung an der Stelle auf einmal 272 mm und eine entsprechend hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Geschoss abprallt. Also hier unterscheidet sich die Spielweise zum T32 schon ganz dramatisch. Wir haben aber noch weitere Unterschiede. Er hat in meinen Augen eine doch relativ verletzliche Wanne, die mich eher an ein Medium als ein Heavy erinnert. Wir haben hier 100 mm Frontpanzerung im oberen Wannenbereich und im unteren Wannenbereich gerade mal 70 mm. Wenn ich mir da im Vergleich den T32 angucke, dann habe ich hier 127 mm und im unteren Bereich immerhin noch 95 mm. Weitere Unterschiede haben wir aber auch an ganz anderer Stelle. Seitenpanzerung hier oben im Turm 152 mm, da sind wir beim T29 auch bei ganz, ganz anderen Werten. Da haben wir gerade mal 127 mm. Für mich aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist das hier. Wir haben hier unten eine Seitenpanzerung von 76 mm durchgehend. Wenn wir uns den T29 angucken, dann werdet ihr euch gleich erschrecken, denn er hat hier vorne 76 mm, aber hier hinten nur 51 mm. Ja. So gut wie überhaupt gar keine Panzerung. 51 mm ist nichts, jede Flak kann da durchschießen und euer Motor ist genau hinter diesem dünnen Blech und der fängt dann an zu brennen. Wenn wir uns jetzt das Fahrzeug von hinten angucken, werden wir noch etwas feststellen, was mich persönlich ganz besonders schockiert hat. Das ist hier unten dieses Blech, 19 mm. Und wenn wir dann mal wieder am Spawn, wenn wir starten in einem Match, so einen Spaßvogel haben, der meint mit seinem MG lustig durch die Gegend ballern zu müssen und der trifft euch da unten zufällig, ist euer Getriebe kaputt, denn die MG-Kugeln gehen da durch. Da hat man dann den Kaffee auf und kann quasi erstmal reparieren, bevor das Match angefangen hat. Gut, in echt sollte der Feind dieses Blech nicht oft zu sehen bekommen. Das heißt also, fürs Spiel selbst ist es nicht besonders wichtig. Es ist immer nur dann interessant, wenn man in ein Match einsteigt und wieder diese besonders lustigen Leute anfangen, naja, spaßeshalber durch die Gegend zu schießen. Das heißt also, wir haben hier einen sehr, sehr großen Unterschied vom Fahrzeug her zum T32, mit dem er immer wieder verglichen worden ist. Gut, er hat hier natürlich eine relativ große und dicke Kanone. Wir haben insgesamt eine 105 mm Wumme,
die dementsprechend auch verdammt viel Penetration hat. Wenn wir die, ich kann es euch einmal zeigen, Modifikationen T29E3 nehmen würden, dann hätten wir eine Penetrationsleistung auf 100 Metern von 310 mm. Das ist natürlich richtig böse. Das heißt, wenn wir irgendwann mal auf Gegner im Gefecht treffen, den Battle Rating von 7.0, 7.3, 7.7 haben, ich denke da an so Sachen wie ein Jagdtiger, ein T54 oder sonst was, können die sich warm anziehen, denn mit der T29E3 können wir die penetrieren. Allerdings ist es dann nicht so, dass wir mit dem ersten Schuss wahrscheinlich den Gegner ausknipsen, sondern aufgrund dessen, dass die APCR-Munition nicht besonders viel Schaden macht, werden wir die Gegner mehrmals treffen müssen. Hier haben wir wieder einen Nachteil, denn wir haben eine Nachladezeit, wenn wir jetzt nicht besonders gut geskillt sind, von 20 Sekunden. Das dauert dann schon mal, bis der Gegner kaputt ist. Regulär benutzen wir im Match, wenn wir auf 6-7er Gegner treffen, die T13-Munition. Die hat einen Filler, hat somit fast denselben Effekt wie die Panzergranate 39 von den Deutschen oder wie die russischen Granaten. Das heißt, wir penetrieren, wir dringen ein, wir explodieren und machen innen drin alles kaputt. Und diese Munition sorgt dann auch ganz gerne mal für einen One-Shoot. Das heißt also, wenn ihr die Möglichkeiten habt, vorher eben einzustellen, was ihr mitnehmen möchtet, nehmt ihr überwiegend T13-Munition mit, ein bisschen T29 für etwas schwieriger zu knackende Gegner und die normale T32-Munition könnt ihr im Grunde genommen komplett vernachlässigen. So, jetzt hatten wir es eben schon angesprochen, er hat eine Nachladezeit im ungeskillten Zustand von 20 Sekunden. Er hat aber eine, ja doch, ein vielfaches größere Kanone als der T32. Warum, fragen sich viele, hat der T32 eine viel längere Nachladezeit? Und das kann ich euch auch zeigen, wenn wir uns jetzt einmal hier die Röntgenansicht anschauen, dann hat er hier zum Beispiel schon mal zwei Ladeschützen. Der T32 hat nur einen Ladeschützen. Viel wichtiger ist aber die Simulation der Munition, wie sie quasi in den Kampfraum gelagert wird und wie sie dann rein rechnerisch von dem Ladeschützen ins Kanonenrohr eingebracht wird. Und da könnt ihr das sehen, der T29 benutzt genauso wie der T32 zweiteilige Munition. Wir haben einmal den Treibsatz und dann haben wir einmal den Gefechtskopf. Aber beides befindet sich beim T29 im Turm. Und das senkt dementsprechend die Nachladezeit. Wenn wir uns den T32 angucken, dann haben wir hier oben nur die Gefechtsköpfe und die Treibladungen sind unten im Kampfraum. Das sorgt dafür, dass er eine viel längere Nachladezeit hat. Effektiv sieht es aber so aus, wenn beide Fahrzeuge durchgeskillt sind und beide Fahrzeuge den Ace-Status haben, dann hat der T29 eine maximale Nachladezeit von gerade mal 12,5 Sekunden und der T32 von 14,5 Sekunden. Nicht mehr ein wirklich so großer Unterschied. Das sollte man berücksichtigen. Die Kanone selbst war ja auch mit ein Grund, warum man gesagt hat, sein Battle Rating von 6.7 ist viel zu niedrig. Die Kanone ist jetzt in meinen Augen nicht das ausschlaggebende Maß, ihn in seinem Battle Rating in irgendeiner Art und Weise anzuheben. Dafür hat er viel zu viele andere Schwachstellen und die werden irgendwann auch den meisten Spielern bekannt sein und dementsprechend werden diese Spieler dann auf diese Schwachstellen schießen und schon haben wir ein Problem in unserem T29. Das heißt also, es wird sich irgendwann normalisieren und er wird sicherlich kein übermäßiger Gegner in diesen Gefechten sein. Bei erfahrenen Spielern ist er natürlich eine mächtige Waffe, aber das sind fast alle Panzer bei erfahrenen Spielern. Mir ist allerdings in den Gefechten, die ich gefahren bin, eine Kleinigkeit aufgefallen und die Geschichte möchte ich euch noch ganz kurz erzählen. Und zwar ist mir in vielen Gefechten aufgefallen, dass der erste Treffer am Turm dafür gesorgt hat, dass mir der Geschützverschluss in diesem Panzer kaputt gegangen ist. Ich habe mir das Fahrzeug dann nochmal in der Röntgenansicht angesehen und habe gesehen, mein Gott, was ist das denn? Da ist ein riesengroßes Blech direkt hinter der Geschützblende. Was bitteschön soll das? Und wenn man mit der Maus drüber geht, egal wie man sich dieses Blech hier vornimmt, ihr seht das, es gehört zum Bauteil Geschützverschluss. Geschützverschluss ist natürlich nur eine grafische Darstellung. Tatsächlich ist das eine Hitbox mit einem Lebensbalken und wenn diese Hitbox getroffen wird, dann geht der Lebensbalken runter und dann ist das Modul zerstört. Dieses Blech da vorne ist natürlich kontraproduktiv. Wenn hier vorne durch unsere Geschützblende ein Geschoss durchgeht, dann geht garantiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% der Geschützverschluss dahinter kaputt. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht und ich habe mir gesagt, das kann eigentlich nicht richtig sein, denn dieses Blech ist damals sicherlich nicht damit eingebaut worden, um irgendwelche Geschützverschlüsse kaputt zu machen, falls der Panzer mal einen Turmtreffer bekommt, und habe den deutschen Community Manager von War Thunder angeschrieben und ihn gefragt, was da das Problem sein könnte, habe ihm das ziemlich detailliert geschildert. Und der ist dann hingegangen und hat sich tatsächlich mit den Entwicklern in Moskau in Verbindung gesetzt. Und nach relativ kurzer Zeit hatte ich schon ein Feedback, in dem es dann hieß, dass dieses Blech dort im Moment einen Fehler darstellt.
Die Entwickler arbeiten daran, die werden diese Situation, so wie wir sie hier im Panzer finden, wieder ändern und in Zukunft wird es dort keine Probleme mehr geben. Das heißt, es wird irgendwann in naher Zukunft ein Patch aufgespielt und damit diese Problematik behoben werden. Wenn ihr allerdings das berücksichtigt, was ich euch eben erzählt habe, dreht nach einem Schuss den Turm immer leicht weg, dann werdet ihr auch mit diesem Blech keine großen Probleme haben. Insofern dürfte das auch nicht wirklich das Spielerlebnis mit diesem Fahrzeug schmälern. Für mich war einfach mal wichtig, dass man sieht, dass Gaijin sehr wohl daran Interesse hat, Feedback zu bekommen und auch daran arbeitet, wenn es Feedback gibt, dass zum Beispiel Fehler, die tatsächlich vorhanden sind, auch behoben werden. Viele machen nur leider Gottes den Fehler, dass sie ins Forum reingehen, womöglich im allgemeinen Bereich einen Thread starten und da einfach nur so sinnlos rumschimpfen. Das ist kein Feedback. Man schreibt dann in den technischen Bereich des Forums und wenn das, was man dann als Fehler lokalisiert hat, tatsächlich ein Fehler ist, dann geht man auf der Seite von Gaijin auch hin und arbeitet daran, dass diese Fehler behoben werden. Und Fehler im Spiel haben nichts mit Matchmaking oder sonst irgendwie was zu tun. Das nur mal so zur Erklärung. Das sind Sachen, die kann man an anderer Stelle ausdiskutieren. Ich habe jetzt für euch etwas zusammengeschnitten und zwar erstmal so ein paar Situationen, wo ihr sehen könnt, wie ich mit dem Panzer geschossen habe und wie schön die Gegner auseinandergeplatzt sind. Und zum Ende hin zeige ich euch dann noch ein komplettes Match, weil man da auch ganz besonders schön sehen kann, wie ich das Fahrzeug übers Gefechtsfeld bewegt habe, nämlich möglichst immer hull down. Das heißt, dafür muss man das Gelände auch so ein bisschen lesen und dementsprechend dann das Fahrzeug durch das Gelände bewegen. Es gab dann eine Situation, wo ich leider Gottes nicht hull down stehen konnte. Ich habe nämlich gecapped und da gab es nicht besonders viele Möglichkeiten, hull down zu stehen. Das Cappen hat allerdings eine ganze Zeit gedauert und diese Szene habe ich einfach mal aufgekürzt. Wundert euch also nicht, wenn da nachher ein kurzer Cut drin ist und an der Stelle das Gefecht dann weitergeht. Wir sehen uns nach dem Zusammenschnitt hier in der Garage wieder. Viel Spaß. Gehe vor. Ziel unten Start, Jagdpanzer und... Oh, noch was anderes Böses. Ein zerstört. Hab Ziel direkt bei mir im Wald. Gleich vor mir. Tiger 2. Wir haben hier noch einen Jagdpanzer. Unten direkt neben dem Feuer, von dem, den ich abgeschossen habe. Zerstört. Den hab ich nicht gesehen. Oh, oh, ich glaube, da kommt ein Jäger. Radeberger, hast du das gesehen? Ja, ja. Aus der Stadt, über den ganzen See, in meinen Panzer rein, eine Flak. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Ja. So, dann gucken wir mal, wo uns das jetzt hier hinführen wird. Neue Karte? Nee, nicht neue Karte. Das ist Normandie, eine neue Aufteilung, ne? Ja. Steigen wir oben ein. Da ist eine Straße. Die sind hier alle tiefliegend. Da kann man dann so fahren, dass die Wanne die meiste Zeit verdeckt ist. Das ist eine gute Idee. Okay. Wir sind kein Low-Tier. Wir sind aber auch kein High-Tier. Wir sind irgendwas dazwischen. Immer schön ballern und über die freie Fläche fahren. So haben wir es gerne. Okay. Das ist mal ein neuer Ausschnitt der Karte, wie ich ihn noch nicht gesehen habe. Das finde ich gut. Da kommt dann auch mal diese andere riesige große Fläche hier zum Tragen. Die ist ja sonst immer sehr wenig genutzt worden. Ne? Hier unten die Stadt, da hat sich immer alles gebettelt und das ganze große Drumherum wurde ignoriert. Finde ich gut so. So. Da vorne ist ein Wall. Da könnten wir uns doch mal hinterstellen und gucken, was vorbeifährt. Ziele sind auch da. Oh Mann, eine ganze Menge Ziele. Ein Crit, der brennt.
Dahinter kommt noch einer. Oh nein! Die Tafel ist so reich gedeckt! Und dann habe ich Nachladezeit. Komm, dann der. Nee, ist weg. Scheiße. Der da hinten. Jetzt! Nee, nehmen wir den hier wieder. Na gut, dann nehmen wir den. So viele Angebote, ich weiß nicht, wo ich mich bedienen soll. Mist! Das kommt davon, wenn man nicht sich nicht entscheiden kann. So, gucken wir mal, jetzt. Oh. Mist. Gebounced. Da ist er. So, jetzt nochmal. Turm. Komm. Klicklicht aus. Wunderschön. Und da hinten ist ein Panther 2, ne? Oh, Mist. Was war das? Geschützverschluss? Von wo kam der? Da im Wald. Im Wäldchen. Kleiner Panther. Jetzt ist er gebounced. Ja, mein Freund. Oh, jetzt muss ich noch nachladen. Turm ein bisschen wegdrehen. Sehr schön. Wieder gebounced. Und jetzt. Nein! Oh Mann. Sonst sind das immer alles One-Shoots. Ich muss mich mehr zusammenreißen. So, jetzt aber. Ist auch schon tot. Hey, hör doch mal auf, meine ganzen Ziele hier putt zu machen. Naja, gut. Lieber die als ich. Ah, hier ist die Karte zu Ende. Da. Nichts. Also mir gefällt der Panzer gut, aber das war schon immer einer meiner Favoriten. Ich sag jetzt nicht wann und warum. Als ich gehört habe, dass er ins Spiel kommen soll, habe ich mich gefreut. Gut, ich bin ehrlich, ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn er freier Vorspur gewesen wäre. Aber gut. So kann quasi jeder in den Genuss kommen, selbst die, die sich nicht durch den ganzen amerikanischen Forschungsbaum durchgebissen haben. Da hinten müssen wir hin. Und wo sind die Gegner? Da ist was. Was sind das? Tiger, ne? Tiger 2. Ah. Da hat er sich versteckt. Kommt er wieder raus oder kommt er nicht wieder raus? Ah, schön. In Turm. Wunderbar. Oh. Das ist gut. Klick Licht aus, bevor ich es vergesse. Was haben wir da? Eine unheimlich schöne Sniper-Kanone. Kann man auch über weite Distanz alles beschießen, wenn man nicht nebenher schießt. Aber der war auch schon tot. Irgendwie sind die Ziele ständig vor mir tot. Mann! Na gut, wir haben eine relativ hohe Nachladezeit und viele von den Panzern, die mit uns hier unterwegs sind, haben viel kürzere Nachladezeiten. Vor allen Dingen britische Panzer, die, da träumt man ja von einem T29. Hier 8 bis 9 Sekunden Nachladezeit, dann wäre der hier richtig böse.
fast schon so ein Fahrzeug, wo man sagen könnte, erst denken, dann schießen und nicht umgekehrt. Also wenn ich mir den jetzt kaufen würde, dann würde ich ihn definitiv wie viele meiner Premium-Fahrzeuge auf Ace anheben. Und dann hätten wir wahrscheinlich nur noch eine Nachladezeit von knapp 14 Sekunden und 12 Sekunden glaube ich sogar nur. 12 Sekunden, das ist dann natürlich schon relativ schnell und dann ist das natürlich ein bitterböses Fahrzeug, wenn ich alle 12 Sekunden hier einen Schuss raushau. Hätte ich das jetzt gerade da oben hinbekommen, dann wären das keine Assists gewesen, dann wären das Abschüsse gewesen. Ne? Obwohl er so langsam und so schwer ist, finde ich, fühlt er sich doch sehr mobil an. Also eine ziemlich gute Umsetzung. Ich kenne andere Fahrzeuge, die sind genauso langsam. Die fühlen sich viel, viel behäbiger an. Und da kennt man ja selbst, man sitzt in einem Panzer, der mega langsam ist und dann denkt man sich, fahre ich da hinten jetzt hin oder nicht, bis ich da ankomme, ist das Match zu Ende. Das Gefühl habe ich bei ihm hier jetzt zum Beispiel nicht. 35 km/h Spitze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist eigentlich auch okay für einen schweren Panzer. Ne? Wenn wir uns da den britischen mittelschweren Panzer angucken, der hat auch nur Spitze 35 km/h, also... Gott, da muss doch jetzt irgendwann mal jemand kommen. Ich bin ja schon mal froh, dass ich hier nicht auf die Maus gestoßen bin, die da eben noch rumgefahren ist. Dass jetzt hier tatsächlich cappen können. Dann sind wir in einem 7-7er Match doch mit einem relativ guten Ergebnis rausgegangen. Und das nur, weil wir schön vorsichtig über die Flanke gefahren sind und nicht mitten durch. Alles, was durch die Mitte gefahren ist, ist nämlich tot. Aber generell die amerikanischen Panzer durch die Bank weg eigentlich alle über die Flanke spielen. Selbst den T-32 mit der Munition, die er hat, der muss sich seine Ziele von der Seite packen. Oh, da steht noch einer, Wow, Klicklicht aus hier. Das war doch mal ein schönes Ende. Den haben wir doch noch gerne mitgenommen. Danke. So gefällt uns das. Platz 4. 3 Abschüsse, eine gezappte Zone. Super. Da bin ich ja mal gespannt. Über den Reward übrigens jetzt gleich nicht wundern. Das hier ist ein Lion-Pachtfahrzeug. Ich kriege diesen Bonus nicht. Das heißt also, das, was da oben jetzt steht, wäre in Wirklichkeit noch mal einiges mehr, wenn der Bonus mit dabei wäre. Schönes Spiel. So, da sind wir wieder. Und da gibt es jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen zu klären. Frage Nummer 1. Würde ich mir diesen Panzer kaufen? Und ich kann bedingungslos sagen, ja, denn das ist einer der wenigen amerikanischen Panzer, die mir wirklich richtig Spaß gemacht haben. Allerdings bleibt da natürlich eine weitere Frage offen. Glaubst du, dass das Battle Rating von 6.7 irgendwann mal geändert wird? Ich glaube nicht, denn dieser Panzer hat doch verdammt viele Schwachstellen und wenn die erstmal bekannt sind, dann wird dieser Panzer auch relativ häufig von unerfahrenen Spielern missbraucht werden und dann auch aus dem Gefecht rausfliegen. Das heißt also, das hier wird wieder mal ein Fahrzeug sein für Leute, die es einigermaßen hinbekommen, mit diesen Fahrzeugen zu spielen. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass er irgendwo auf 7.0 landen wird. Denn die angeblich übermächtige Panzerung seines Turms ist überhaupt gar nicht übermächtig. Das haben wir jetzt festgestellt, weil uns wirklich jeder Gegner penetrieren kann. Er ist relativ langsam mit seinen 30 km/h. Und die Kanone teilt zwar gut aus, aber die Kanone alleine ist sicherlich kein Grund dafür, dieses Fahrzeug höher einzuordnen. Da möchte ich einfach mal nur so an dieser Stelle auf den T-44-122 verweisen. Der hat auch eine mächtige Wumme vorne drin. Der eiert aber auch nur auf 6.3 rum, weil er ganz andere Schwachstellen hat, mit denen er zu kämpfen hat. Das heißt also, ich glaube nicht, dass es hier eine Angleichung nach oben geben wird. Jetzt ist die letzte Frage, die wir uns noch stellen. Preis-Leistungs-Verhältnis gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Und da kann ich nur sagen, wenn wir im Vergleich zu anderen Spielen ziehen, sind wir hier immer noch günstig. Wenn wir jetzt hier auf dem BR bleiben,
bei den Tier 4 Fahrzeugen, die wir im Premium-Bereich kaufen können. Dann fangen wir doch mal mit den teuersten Kandidaten an, wo damals auch keiner zurückgescheut hat, sich das Ding zu kaufen. Das war nämlich der Black Prince. Der hat genauso viel gekostet, ganze 40 Euro, hatte damals sogar nur ein Battle-Rating von 5,7. Und trotz alledem hatten die Leute Spaß dran. Damals gab es bei ihm hier nicht mal irgendetwas dazu, außer dass man an der Beta teilnehmen durfte. Irgendwann davor gab es dann auch mal das IS-2 Rache-Paket, auch das kostet 39,90 und auch das Fahrzeug hat sich als Premium-Fahrzeug relativ gut bewährt. Dieses Fahrzeug gab es auch nur mit Premium-Zeit und das Fahrzeug selbst. Und dann ist vor kurzem der Tiger 2 SLA ins Spiel implementiert worden. Da hat man von der Paketgestaltung her schon ein bisschen was verändert. Kostet auch 39,90 €. Beinhaltet das Premium-Fahrzeug, nur noch 7 Tage Premium-Spielzeit. Dafür aber 1000 Golden Eagles in der Tasche. Hat sich auch keiner beschwert. Ich behaupte sogar mal, dass dieser Tiger schwächer ist als der T29. Wenn man weiß, wie man einen T29 spielt. Und bei dem T29 haben wir im Grunde genommen genau das gleiche Preisbild. Wir haben 39,90 €, bekommen 7 Tage Premium-Spielzeit, 1000 Golden Eagles und haben dann dieses wunderschöne Fahrzeug. Ich denke, dass er nicht zu teuer ist und ich denke, dass er sich ganz wunderbar einreiht in die Reihe der hochpreisigen Fahrzeuge, die wir hier im Spiel finden können. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich dieses Fahrzeug zuzulegen, ich von meiner Stelle aus kann es nur empfehlen, unter dem Vorbehalt, dass er sein Battle Rating von 6,7 behält. Sollte er irgendwann doch nochmal upgraded werden auf 7,0, würde ich sagen, wird es ein bisschen haarig, denn auf was für Gegner man dann überwiegend trifft, wisst ihr selbst und da hat er nicht mehr einen wirklich so guten Stand. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Wenn ihr Fragen zu diesem Panzer habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, so schnell wie es geht zu antworten. Und wenn ihr irgendwelche Let's Play-Wünsche habt, dann schreibt es bitte auch unten in die Kommentare. Mir tut es leid, dass ich heute so viel gesabbelt habe. Nur bei diesem Panzer war es mir wichtig, dass wir einfach mal allumfassend aufklären, damit jeder auch wirklich Bescheid weiß. Denn 40 Euro ne, für ein Überraschungsei möchte man nicht unbedingt ausgeben. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es hier ganz besonders gründlich, damit ihr auch wisst, wo ihr euer Geld reinsteckt. In diesem Sinne, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Spiel. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Implied.